Maximilian Wolfram hatte Gäste mit einem perfekt geschossenen Freistoß in der 12. Minute in Führung gebracht. Für SVM-Torwart Jeroen Gies war es bei dessen Startelf-Debüt vor 5.856 Zuschauern der erste Gegentreffer in Liga 3. Eine Viertelstunde später schloss Marius Kleinsorge einen Konter mit seinem 7. Saisontreffer zum Ausgleich ab. Eine Minute zuvor hatte Florian Brügmann auf der anderen Seite für Jena den Pfosten getroffen. Meppens Torjäger Benjamin Giert sorgte dann mit seinem 17. Saisontreffer in der 87. Minute für eine große Party in Meppen. Video: Klopp vs. Pep Champions League Novum der besonderen Art.